Hallo, hier Dark Saber mit SCP-87, dem React. Und hier ist Dark Saber. Im Hintergrund ist wieder der Tom. Hello, everybody. Oder auch der. So, und wir haben jetzt, wie ich schon sagte, 87 SCP vor uns. Das ist noch das erste Ding, das ist noch relativ nett. Ja, kann man so sagen. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Play. Hallo, hier Dark Saber mit dem Let's Play. Ja, SCP-087. Es tut mir leid, dass die Maus zu sehen ist. Kann ich leider nicht großartig ändern. Und ich weiß auch nicht, wie ich das wegkriege, aber irgendwann sieht man ja sowieso kaum, also ist es ja nicht so schlimm. Einfach mit einem Also schwarzen ein bisschen Edding drüber drüber halt. malen. Boah. Genau. Kaum man sieht hier. Kannst ja deinen ganzen Bildschirm voll So. malen, dann siehst du zwar überhaupt nichts mehr, aber hey. Was ich krass finde, ist, ne, normalerweise ist es doch beim Treppenhaus so, dass die Zahlen von unten nach oben höher werden, ne? Und hier werden sie höher, wenn du runter gehst. Ja, das ist bei SCP so. Ja, das wusste ich. Wollte ich auch nochmal darauf aufmerksam machen. Ah, klar. So, Cut. Ja, du hast nicht geträumt. Alles gut. Ich habe voll den Realitätsverlust. Da das jetzt gerade so gut passt, ein Traum fällt mir noch ein. Ja, mach es. Das ist wieder Warschau. Ja, Kenn ich habe dir erzählt, sonst wie viele Albträume sind aus Warschau. Da waren es auch zwei Stockwerke. Obwohl bei Budapest waren es drei, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Du musst dir vorstellen, im zweiten Stockwerk konntest du runter in die Stube sehen. Es war halt wirklich wie eine Terrasse innen aufgebaut. Und dann ist man einmal so rumgelaufen. Und dann kommt man runter, dann quasi in den Eingangsbereich eigentlich gehen. in die Lobby. Eingangsbereich, nicht Lobby. Also so toll, also so viel Geld haben wir nun nicht. Mein Gott. Also der Eingangsbereich, Punkt. Und es konnte halt nachts natürlich supermäßig dunkel sein. Das war halt wieder, also es war jetzt nicht so extrem schmal, aber es war dann schon, wenn es dunkel war, konnte man halt unten dann auch nicht mehr so viel sehen. Aber das hier erinnert mich gerade halt daran. Das war dann aber noch um einiges extremer. Oh, sowas Ich würde ich voll gruselig finden, ne? weiß, ja, also gut, ich muss jetzt auch sagen, dass ich gehe jetzt vom Traum aus, wenn es natürlich tags war und in der Realität, das ist morgen ein bisschen anders. Aber ich weiß, da war es abends. Und ich weiß, abends habe ich auch oft noch irgendwie da in der Nähe was gespielt gehabt. Und da hatte ich so einen kleinen, ich glaube, den habe ich sogar noch. Moment. Aber es kann aber auch sein, dass ich den erst später bekomme. Moment. Eins muss ich sagen, habe ich auch mehrere Bälle gehabt, aber das ist definitiv einer von denen, die überlebt haben. Oh Gott. Am besten ohne Euter zu zeigen. Das ist der einfache Ball. Den habe ich aber definitiv in Budapest schon gehabt und den besitze ich bis heute. Da habe Soll ich ich. mir den jetzt angucken? Das ist jetzt momentan schwierig, das kann ich dir ja später dann noch vielleicht noch zeigen. Über der Webcam, wenn wir uns zum Schluss nochmal sehen, dann. Genau. Und ich habe das halt teilweise auch manchmal so gemacht gehabt, dass ich damit. Oder war das nur. Ich könnte es jetzt nicht mehr sagen, inwiefern was Realität war und was nicht. Aber weißt du, wie man als Kind ist, da schmeißt man halt gerne einen Ball gegen eine Wand und dann kommt er zurück. Und ja, das Spielchen macht man halt des Öfteren. Und wenn man in einem Haus ist, ist das ja auch kein Problem. In der Wohnung, lass das bitte. Das ist scheiße. Und meine Nachbarn sind glücklicherweise klug genug, dass die sowas nicht zulassen. Und da war das auch immer so gewesen, da ging die Treppe runter und da war dann halt, hier ist die Treppe. Wenn man jetzt so rumgelaufen. Und dann konnte man bis hinter rumlaufen. Und konnte quasi von oben nach unten an die Treppe runterschauen. Also musste das ein bisschen länglich darstellen, Vorstellen. vorstellen. Genau.
Und dann konnte man von dort aus noch weiter hinter, wo dann auch da mein Zimmer war. Aber nur so, dass du weißt, aha, von dort, also da, wo ich dann runtergeschaut habe, war natürlich dann auch so die Wand quasi. So ein bisschen. Und da habe ich dann immer mit dem Ball dann gegen gehauen. Also ging geschmissen und dann kam es wieder zurück. Meistens hat es nicht so gut geklappt. Naja. Auf jeden Fall habe ich das in dem Traum dann halt in der Nacht hier gemacht gehabt. Irgendwann ist es aber runtergefallen und es war so dunkel, ich konnte halt nicht runterschauen. Und irgendwann ist es halt runtergefallen und ich guck nur so und habe mich nicht runtergetraut und sah dann, dass da langsam jemand hochkam. Alter, wäre ich gerannt. Das bin ich im Traum auch. Also ich kann schon mal so Aber sagen, ich hoffe in die entgegengesetzte Richtung. dass Nicht so wie, hey, ich komme. jemand, der irgendwie einen Hut auf hatte, also diesen, so einen typischen Cowboy-Hut Ja, mit bestimmt ein langer Mantel Ledermantel oder und so so. weiter, und Oh, Alter. man konnte halt das Gesicht nicht sehen. Oh. Jedenfalls bin ich dann ganz schnell in mein Zimmer gerannt, deswegen habe ich das vorhin so ein bisschen erklärt. Tür zu gemacht, war immer noch halt saudunkel und ich kann mich halt nur noch daran erinnern, wie der die Tür aufgemacht hat, und da war ich, bin ich aufgewacht. Was hast denn du für scheiß Träume, Alter? Alter, ich hatte eine total scheiß Fantasie gehabt. Ich habe mir Die auch scheiß da schon Fantasie Geschichten ist doch. ausgedacht, dass ich, also, ja, meine Fantasie war halt sehr düster. Ich meine Fantasie ist auch nicht gerade besser, mit einer Ziege über die Alpen zu reiten, ne? Ja, Aber. klar. Ich hatte halt so eine richtig lebhafte und halt teilweise auch sehr düstere Fantasie gehabt. So Also war. ich habe auch sehr, sehr, als Kind habe ich sehr, sehr lebhafte Fantasien gehabt, aber halt wahrscheinlich nicht so düster. Aber krass, was so das Unterbewusstsein, siehst du, weil du das gerade anschneidest, so mit düster und Fantasie und so ein Zeug. Ich habe letztens mal ein Buch von, wie heißt denn der Psychologe? Keine Ahnung, auf jeden Fall irgend so ein Psychologiebuch mal gelesen, was so das Unterbewusstsein mit einem macht, also jetzt was so Träume, Fantasie, Realitätsverlust, Gegenwart und Vergangenheit und so ein Zeug angeht, ne? Und da waren dort Sachen beschrieben, wo ich dann irgendwie so ein, also ich weiß nicht, ob es ein Trauma oder ob das Realität war, vielleicht kennst du das. Hattest du schon mal ein Déjà-vu gehabt, wo du der festen Meinung warst, eigentlich zu 100%, dass das schon mal, dass du das geträumt hast und dass das jetzt gerade eintritt? Hast du sowas schon mal gehabt? Das habe ich auch schon ein paar Mal gehabt, ja. Auch in Boah. umgekehrter Richtung, also kann Ja, ich und schon das ist öfters so mal. erschreckend, wenn du in dem Moment nicht checkst, ist das jetzt real? Ist das jetzt Vergangenheit? Ist das ein Traum? Ist das ein, und so weiter und so fort. Und dann solche Sachen zu träumen, wo du aber der Meinung bist, dass du eigentlich wach bist, obwohl du ja schläfst. Junge, Junge, Junge. Und eben die Fantasien, die so querbeet durcheinander gehen und wo ich mir denke, da sind manchmal Träume bei. Ich habe echt ein gutes Langzeitgedächtnis, so was maximal 20 Jahre zurückliegt. Ja, und dann innerhalb der Jahre eben passiert ist. So, und da habe ich aber so einen Traum gehabt, wo ich mich komischerweise dann auch, wo ich wach war, dran erinnern konnte, was eben passiert war oder wie ich als Kind war, wo ich 4 Jahre alt war. So, das wüsste ich jetzt. Wenn du mich jetzt fragen würdest, ja, was hast du denn gemacht, wo du 4 Jahre alt warst, würde ich dir sagen, pff, bin gewachsen. Toll. Also ich könnte mich jetzt nicht mehr dran erinnern, aber im Traum habe ich geträumt, dass ich wach bin, wo ich dann aber auch wach war oder wach geworden bin. Und da konnte ich mich schlagartig irgendwie an Sachen erinnern, die eben da passiert waren, wo ich 4 Jahre alt war. Deswegen mit der blühenden Fantasie, und das ist manchmal sehr ausgeprägt und manchmal sehr kurz gehalten, so. Na, das kommt auch ein bisschen darauf an, wie intensiv das war. Ich kann mich an eine Sache erinnern, da war ich noch definitiv keine 5 Jahre alt. Das war halt ein sehr einprägsames Erlebnis. Warschau oder Budapest? Doch davor, da, Ach, also, noch besser. ja. Wo hast denn du vorher gewohnt, bevor du Berlin, Berlin, ausgewandert war bist? auch noch Berlin. Also jetzt ganz am Anfang Berlin, danach Warschau, danach Budapest und dann wieder Berlin. Das war auf dem Weihnachtsmarkt und Beim da habe ich. Alexanderplatz? Ich habe keine Ahnung, es war irgendein Weihnachtsmarkt. Ich war irgend so ein kleiner Krepel, ich weiß nicht, auf welchem Weihnachtsmarkt ich war.
Und ich weiß nur, ich habe irgendwie meine Mutter aus den Augen verloren gehabt. Die war dann irgendwo sonst wo. Ich habe die nicht mehr gesehen. Und da war ich halt total aufgelöst, habe angefangen zu flennen. Und dann, weiß ich, ist da noch ein irgendwann ein alter Mann gekommen und der hat mich halt irgendwie beruhigt. Und irgendwann war halt meine Mutter wieder da. Und daran kann ich mich bis heute noch erinnern. Da war ich, keine Ahnung, 3 oder 4 Jahre alt. War das jetzt Raum oder ist es real gewesen? Real, das war real. Ja, okay. Und daran kann ich mich halt bis heute erinnern. Das sind, also, das meine ich, wenn das so Sachen sind, also real, also Sachen sind von, also Sehr intensiv normal, sind. die wirklich sehr, sehr intensiv sind, an die erinnerst du dich immer. Ja. Weil, also in dem Augenblick ist es halt auch für mich auch bis heute verständlich, weil das so ein extremer Verlustangst war, dass ich mich Auch bis für heute deine daran Mom. erinnern kann. Ja, sicher. Also meine Mutter wird wahrscheinlich auch du gedacht haben, was ist mit dem Ding los? Aber für mich war das halt in dem Augenblick so der absolute Angst, meine Mutter zu Dass verlieren. du so derbe allein bist dann auf einmal, ne? Genau. Verlustängste habe ich standardmäßig sehr viel. Wow, wir sind bei 1 Minute 28. Hey, wir kommen richtig voran.